Ja, Fabian Gerber vertraut auf Kai Seidemann, der ja auch schon 9-mal getroffen hat. Volle Vorfreude auf diese Partie. Die Chemnitzer Fans schon ein paar Sekunden früher auf Betriebstemperatur als die Erfurter. Rot-Weiß mit insgesamt 4 Veränderungen und alle sofort in Aktion. Das ist der erste neue Manu nach Gelbsperre zurück. Dann Starzew gewinnt das Kopfballduell. Ciccarelli, der zweite neue. Seidemann, der dritte, auf den vierten und er heißt Ballo. Erfurt führt. 1-0. Ballo schnurrte zuletzt zweimal auf der Bank. Das ist jetzt mal eine Ansage. Stark gespielt von Rot-Weiß. Die sind einfach handlungsschneller als die Chemnitzer. Aber die Frage bleibt, was macht Jakubow so weit vor seinem Tor? Wenn er drin bleibt, passiert höchstwahrscheinlich gar nichts. Und die Statistik spricht für Erfurt. Wenn sie treffen, dann haben sie in dieser Saison nicht verloren. Das weiß auch CFC-Trainer Tiffert. Sein Team kommt aber mit Berger. Und Mensa! Chemnitz meldet sich an in dieser Partie. Manu, der Erfurter Verteidiger, ganz dicht dran an Mensa. Der Chemnitzer aber klar als letzter Mann am Ball. Starke Anfangsphase beider Teams. 7. Minute Freistoß. Tavares, da brauchst du Mumm aus dieser Entfernung. Nicht schlecht. Zum ersten Saisontreffer von Tavares fehlt aber ein Stück. Danach die Partie deutlich verflacht. Halbe Stunde vorbei. Chemnitz bekommt ein bisschen mehr Struktur rein. Gibt Einwurf für den CFC. Und Erfurts Trainer Gerber spürt sein Team in dieser Phase ein Stück weit zu passiv. Berger steht da beim Einwurf. Checkt erstmal die Lage und dann sieht er Brückmann. Brückmann, klasse Vorarbeit! Kircicek, einer von 3 Neuen beim CFC. Eppendorfer und Stacke ebenfalls neu in der Startelf. Beste Chance der Chemnitzer bislang. Brückmann bedrängt von Ballo, setzt sich trotzdem durch. Und dann ist der Winkel sehr spitz für Kircicek. Fückiger hatte die Ecke auch gut zugemacht. Insgesamt aber auf den Rängen mehr los als auf dem Spielfeld. Beide Mannschaften mit vielen Fehlpässen. Es fehlt der Spielfluss in dieser Phase. Wir sind kurz vor der Pause. Das ist Ballo, der Torschütze. Starzew bedrängt. Zurück zu Nkoa. Oh, den habe ich sicher. Nee, Brückmann schnappt sich den Kugel. Und dann das Foul von Koa. Auch wenn er seine Unschuld beteuert, gibt die gelbe Karte von Schiedsrichter Johannes Schipke. Koa berührt mit dem Knie hier Brückmanns rechtes Bein. Korrekte Entscheidung. Freistoß. Eine Aufgabe für Löwe und Flückiger mit beiden Fäusten geht da kein Risiko ein. Chemnitz bleibt dran und Ball kommt zurück zu Brückmann. Wieder Flückiger, der Ruhepol in der Mannschaft. Stabile Saison von ihm bislang. Bleibt bei der knappen Erfurter Führung zur Halbzeit, weil Chemnitz vorn zu harmlos agiert. Zweite Hälfte, der CFC wechselt. Keller kommt für Stagge. Positionsgetreuer Wechsel und der CFC ist sofort da. Tavares hier unsauber und schon ist der Ball weg. Brückmann beschleunigt nur leicht, wartet auf den Kollegen Berger. Da kommt er, Berger, der nimmt Fahrt auf. Dann Mensa und der Ball bei Keller und der fällt. Aber es gibt keinen Elfmeter. Glück für Erfurt. Starzew packt Keller da am am Arm, an der Schulter, hätte durchaus Elfmeter geben können. Das Spiel wird aber intensiver. Erfurt wieder. Da ist Manu mit der Ablage für Samuel Bieg. Ein Tor, eine Vorlage hat er auf seinem Konto am zweiten Spieltag gegen Lichtenberg. Stark die Vorarbeit von Manu, der nach dem Standard vorn geblieben ist. Freistoß, Ciccarelli bisschen abgetaucht zuletzt. Ciccarelli und wieder Manu. Aaron Frimpong, Manu, 1,94 groß, fester Bestandteil der Erfurter Abwehr, kommt da relativ ungestört
zum Kopfball. Szene geht direkt weiter. Wieder Erfurt. Ciccarelli. Aber zu zentral. Kein Problem für Jakubow, der nach seinem Fehler beim 0-1 sicher zupackt. Christian Tiffert seit einem knappen Jahr im Amt. Sein Schnitt so um die 2 Punkte. Das ist sehr gut. Heute droht aber eine Niederlage. Seinem Team fehlt die Durchschlagskraft. Aber sie haben zumindest die Regie übernommen. Neuer Versuch über die rechte Seite. Da ist alles dicht. Deshalb die kluge Verlagerung auf Kirčiček. Im 1-1 gegen Moritz. Das Marker Kirčiček. Moritz lässt sich aber nicht abschütteln. Ist da noch entscheidend dran. Klasse verteidigt von Moritz, dem ehemaligen Chemnitzer. Und so ist es am Ende kein Problem für Flückiger. Kirčiček heute zurück nach seiner Rotsperre. Ah, Keller mit dem Fehler. Dann Weinhauer stabil gegen Kampulka. Jetzt muss er den Kopf hochnehmen. Da drüben ist Arthur Mergel. Mergel! Erfurts Topscorer. 18 Torbeteiligungen. Riesenmöglichkeit. Weinhauer inzwischen eingewechselt. Hat eine starke Vorbereitung gespielt. Wird immer besser. Ja, und Mergel weiß, den kann er machen. Dann Ecke für Chemnitz und da ist Kurz, der ist ebenfalls eingewechselt, Okan Kurz. Chemnitz bleibt zumindest nach Standards halbwegs gefährlich. Und sie versuchen es weiter, aber das ist nicht leicht gegen tiefstehende Erfurter. Keller, seine Einwechslung hat ein bisschen Belebung gebracht. Kirčiček, aber das ist symptomatisch. Keiner im 5-Meter-Raum. Kein Abnehmer nach der guten Vorarbeit von Kirčiček, der sehr auffällig ist. Seidemann kommt nicht ran. Manu kann auch nicht entscheidend stören, dann ist Starzev da. Freistoß, 78. Minute für den CFC, Chris Löwe. Auf den kurzen Pfosten, Bajuka! Oh. Bislang so diskret. Und jetzt diese Möglichkeit, völlig frei da. Bekommt den Ball nicht aufs Tor gedrückt. Wir sind in der Schlussphase. Jakubow, den hält's nicht mehr hinten. Mensah mit viel Platz. Mensah traut sich ins Dribbling, ist vorbei, Mensah, Moritz für Kilian Pajuka. Moritz noch dran, gibt Eckball für den CFC. Richtig gute Möglichkeit für Pajuka. Aber sie haben noch eine Möglichkeit. Gibt nämlich Eckball, da kommt er. Aber Erfurt haut da hinten alles raus. Und nach dieser Szene ist Schluss. Rot-Weiß mit starker Reaktion nach der Niederlage unter der Woche holt sich die Tabellenführung zurück nach einer kämpferisch sehr guten Leistung und einem tollen Kombinationsfußball nach 3 Minuten, der zum 1:0 führte. Ja, und der CFC kassiert die 2. Niederlage innerhalb von 10 Minuten.